Hallo meine liebe Reni, alles Gute zum Geburtstag und herzlich willkommen in meinem YouTube-Tutorial für dich zum Thema richtig Schuhe putzen. Schritt 1 beim richtigen Schuhe putzen ist, die Schuhe erst einmal von grobem Dreck zu befreien. Dieser Schuh zum Beispiel hat ziemlich viel Schlamm am Absatz und hier auch ein bisschen. Diesen Schlamm sollte man zuerst mit einem feuchten Schwämmchen oder Tuch entfernen, dass der Schuh sauber ist und dann weiter geputzt werden kann. Das Putzen dient ja nicht nur der Reinigung des Schuhs, sondern auch der Pflege des Leders. Dann kommst du zu Schritt 2. Die Pflegeprodukte werden danach ausgewählt, welche Farbe der Schuh hat. Schuhcreme gibt es meist in den Farben schwarz, braun und transparent. Da ich glaube, dass du keine braunen Schuhe hast und man ja alle Schuhe auch mit dem transparenten Produkt pflegen kann, habe ich jetzt für dich die Produkte in schwarz und transparent ausgewählt. Je nach Verschmutzungsgrad, das werde ich dir dann im Video noch erklären, welche Produkte man bei welchem Verschmutzungsgrad wie anwendet. Die schwarzen Produkte, also vornehmlich diese beiden hier, das ist nur ein Polierschwämmchen, haben auch schwarze Pigmente mit dabei. Die solltest du also auch wirklich nur bei schwarzen Schuhen verwenden. Aufpassen musst du da ein bisschen, wenn du einen schwarzen Schuh hast, wo der Absatz aber eine andere Farbe hat. Dann solltest du den Absatz nicht mit diesen beiden Produkten behandeln. Mit dem Schwämmchen kannst du da drüber gehen, das ist nicht so schlimm, aber diese Produkte wirklich nur auf schwarzem Leder verwenden oder einem schwarzen Absatz, weil die, wie gesagt, Farbpigmente mit drin haben, die auch einen helleren Absatz leicht schwarz mit färben könnten. So, das für schwarze Schuhe und für alle anderen Farben kannst du diese transparenten Produkte hier verwenden. Die haben keine Farbpigmente, nur Öle und Glanzpigmente und du kannst sie daher auch heute für den roten und morgen für den gelben Schuh nehmen. Das ist egal. Ja, jetzt machen wir weiter. Wie verschmutzt ist der Schuh? Welches Produkt musst du anwenden? Ich nehme mal hier den schwarzen Schuh. Der ist jetzt nur ein kleines bisschen staubig, so für die tägliche Reinigung kurz bevor du in die Schule gehst. Kannst du da dieses schwarze Schwämmchen verwenden. Da ist ein kleines bisschen Glanzprodukt drauf und da kannst du so über den Schuh drüber gehen. Einfach einmal komplett drüber gehen, auch über den Absatz. Auch hier unten so ein bisschen, weil da auch meistens noch ein bisschen Staub sitzt, wenn man das beim Laufen sieht, wenn das nicht geputzt ist. So, das war's schon. Jetzt ist der Schuh von Staub befreit und glänzt wieder schön. Diese Schwärmchen sind also nur, dass der Schuh wieder richtig schön glänzt. Diese Produkte hier sind, wenn der Schuh schon ein bisschen stumpf ist, das Leder, und schon ein bisschen eine Auffrischung braucht, möchte ich mal sagen. Das zeige ich dir jetzt an diesem grünen Schuh, mal an dem farblosen Produkt. Einfach hier Kappe ab, hier ist ein Schwämmchen und hier drin ist Flüssigkeit zum Schuhe putzen. Hörst du auch, ich weiß nicht, ob du es hörst, kannst du dann ja, wenn du es hast, mal hören, wie es wackelt. Das ist also eine Flüssigkeit. Du legst das Schwämmchen hier auf und reibst mit dem Schwämmchen über den Schuh. Hier ist ein kleines Loch drin und dadurch kommt ein bisschen von der Flüssigkeit auf den Schwamm und du kannst dann praktisch schön die Flüssigkeit mit dem Schwamm verteilen. Der Schuh wird wieder aufgefrischt, das Leder, und das Schwämmchen poliert gleichzeitig den Schuh, sodass du den nicht nochmal nachpolieren musst. Und dann haben wir noch die dritte Liga. Das ist eine richtige Schuhcreme. So richtig oldschool. Aber auch wieder mit einem Schwämmchen, um sie leichter zu verteilen und sich die Finger nicht so schmutzig zu machen. Das zeige ich dir jetzt mal an dem schwarzen Schuh wieder. Du machst die Kappe hier ab. Hast hier diesen kleinen Applikator mit dem Schwämmchen. Schraubst die Dose auf. Und hier ist richtig Schuhcreme drin. Du tupfst mit dem Schwämmchen auf die Schuhcreme, sodass du ein kleines bisschen was dran hast. Nicht zu viel, da reicht wirklich eine kleine Menge. Nimmst dir den Schuh, aber hier musst du jetzt wirklich ein bisschen aufpassen, weil wenn du das an die Finger kriegst, sind die Finger erstmal schwarz und du musst es wieder waschen. Und an die Kleidung sollte das auch nicht kommen. Jetzt nimmst du diesen Applikator und streichst damit über den Schuh. Wie gesagt, eine kleine Menge Schuhcreme reicht für den ganzen Schuh. Du streichst das schön ein, passt auf, dass du deine Finger nicht mit erwischst.
und schmierst den Schuh komplett mit der Schuhcreme ein. Schön darauf achten, dass du auch hier unten, wo der Absatz dran gemacht ist, dass du das auch schön mitbehandelst, da ruhig ein bisschen mehr drücken, weil da ja so eine kleine Kante ist. Und da muss auch die Schuhcreme richtig rein, dass der Schuh dann richtig ordentlich und gepflegt aussieht und sich da kein Staub und Dreck mehr halten kann. Wie gesagt, hier ein schwarzer Absatz, also kannst du auch mit der schwarzen Schuhcreme über den Absatz mit drüber gehen. Ansonsten, wenn der Absatz eine andere Farbe hat, würde ich dir empfehlen, den Absatz nicht mitzubehandeln mit der schwarzen Schuhcreme, sondern dann mit der farblosen Schuhcreme über den Absatz drüber zu gehen. So, jetzt ist der Schuh mit der richtig harten Schuhcreme eingecremt für die richtig harten Fälle. Jetzt lässt du das noch ein bisschen trocknen und wenn das angetrocknet ist, kannst du mit dem Schwämmchen nochmal drüber gehen und da nochmal richtig Glanz drauf bringen. Ich würde dir empfehlen, das 1-2 Minuten trocknen zu lassen. Das ist jetzt noch relativ flüssig und relativ feucht, die Schuhcreme. Wenn du es noch ein bisschen länger trocknen lässt, kriegst du einen noch schöneren Glanz. Ja. Das dann wieder am ganzen Schuh nochmal drüber mit der Bürste, mit dem Schwämmchen. Und dann glänzt der Schuh wieder und sieht aus wie neu. Ja, auch ein bisschen aufpassen, wenn du Schuhe mit der Schuhcreme für die harten Fälle behandelst, dass du den Schuh jetzt nicht unbedingt auf einen weißen Schal stellst, weil du ja, wenn du den hier geputzt hast, auch immer ein kleines bisschen mit an die Sohle dran machst. Und da auch dann ein bisschen Verunreinigungen auf den Untergrund kommen könnten. So, wieder schön verschließen hier, dass die nicht austrocknet. So, das war jetzt meine. Du kriegst natürlich eine neue unbenutzte Packung. Ich werde das jetzt schön verpacken. Und dann kannst du, wenn du das Video angeguckt hast, direkt loslegen und deine Schuhe super putzen und pflegen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schuheputzen und Schuhe pflegen und neue schöne Schuhe kaufen. Und viele liebe Grüße!